Bix, unsere Heimatgemeinde. Es war hier ein Film über Schlanzers. Schlanzerfilm. Rabeus. Campiersches John Antoni Schlanzer 1810. Bruno Schlanzer 1861. Isidor Schlanzer 1914. Mama Maria Ursula Schlanzer Kadosch 1905. Katharina Schlanzer 1941. Bruno Schlanzer 1942. Maria Schlanzer 1946 sind die geboren. Wir haben hier gewohnt bis 1951. Dann sind wir nach an die Asch gezogen. Und weiter da durchab, das war unser Schulweg. Da, wo die Studen sind, hat es dazu mal keine Studen gehabt. Da bin ich im Winter hoch oben runter geflogen. Links von dieser Stange hat es ein Weg durchab. Und dort haben wir können schlitteln. Links von dem Haus durch, da wo das Haus mit den Tännli sind, haben wir den Hühnerstall gehabt. Und da haben wir müssen mit den Kuh durch zum Tobel weiden lassen. Da hinten hat der Vater mal im Sommer einen Rehbock geschossen, weil die Frauen gesagt haben, du, wir müssen Fleisch haben. Dann ist er Fleisch geholt. Nicht gerade zum Metzger, aber auch gut. Das ist dann der Weg hier rauf. Hier oben war unser Maiensäß. Hier haben wir ein kleines Weg gehabt, bis Sombenadetsch und von Sombenadetsch bis hin auf Clavadi. In Clavadi hatte ich eine Tante, Wolf Schlanzer. Maria Wolf Schlanzer. Das ist Braulung. Hier hatte es eine Weile einen Skilift. Hier habe ich gelernt, Skifahren. Und hier rechts von dem grossen Haus war unser Schulhaus. Heute ist ein Parkplatz. So hat unser Schulweg ausgesehen. Da sind wir mit den Schlitten durchab, volle Pulle. Was mühsamer war, ist am Mittag. Wir müssen von da unten rauf. Und hier rauf. Und das war manchmal recht mühsam. Bis zum Haus. Dann meistens schnell essen und wieder durchab. Wir hatten noch kein Postauto. So hat das bis abends ausgesehen. Stein gemauert. Hier sind wir offen. Hier in diesen Kurven hat es mir einen Ballon verjagt. Das hat Tränen gegeben. Wow. Der einzige Ballon, den ich vom Vater gekriegt habe. Und das ist der Einstieg hier im Weg. Das haben wir zweimal im Tag gemacht. So sieht es aus. Alter Weg auf Campiersches. Es geht der Weg rauf bis zum Kirchli. Jetzt ist die Glocke wieder hergerichtet, die sie geklaut haben. Wilmstrip. Da bin ich geboren, auf dem rechten Teil. Weg zum Haus. Das war die Wäschküche. Da ist es dann auch gemetzelt worden. 1949 hat der Onkel Hermann Bass und Vater Isidor Schlanzer haben hier ein Elektrizitätswerk gebaut. Das hat nicht schlecht funktioniert. Das ist der Stall für Hühner. Das ist das Hausteil von Norbert Bass. Holzlager ist heute noch so. Hier hat die Familie Schlanzer gewohnt bis 1951. Praktisch immer noch gleich. Drum. Rabeus.
ein Tängeli. Ja, Oktober ist eben ein Spind, ein Schlohne, die haben ein Tängeli durch. Das ist so rein. Weg zum Stall. Bauernbetrieb von Norbert. Jetzt ist er pensioniert und dort etwas helfen. Hier müssen wir durch die Hühner hüten. Da, wo das Haus ist, war ein Stall. Da haben wir immer gestritten, wer darf die Hühner futtern. Hier müssen wir hinten mit den Kuhen hüten. Bis zum Tobel durch. Der Weg zum Fluss. Das Bächli war für uns immer der Rhein. Da konnte ich den Kuh zuschauen, wie sie geweidet hat und mit dem rauschenden Wasser träumen und singen. Das war meine Welt. Sondiast in der Schule hat der Lehrer gefragt, wo entspringt der Rhein? Die haben die Hand aufgehebt und gesagt, abgampierst. Da hat der Lehrer und die Schüler alle mich ausgelacht. Das war für mich so furchtbar schlecht. Und dann sagt der Lehrer, die Rabiusa kommt von Campierschen oben an. Das war für mich nicht zum Verstehen. Hier haben wir den Weg. Von nach Sombenadec, Lavadie oder Chepsufa. Da geht man auf die Chepsufa. Ob ich den Weg noch finde, weiß ich nicht. Ich probiere es. Eine kleine Pause muss auch sein. Vergangenheit. Super. Man sieht nichts mehr, wenn man fährt. Der Aufstieg ist nach 68 Jahren sehr, sehr streng. Ja gut, dazu mal haben wir auch gebrüllt und gesagt, Papi, warte, ja Bobok. Nicht so gut. Ja Bobok. Kuselei Schula, nicht. Chaps, nies Misee, Stau. Da, wo das Haus heute ist, war unser Stall. Man sieht noch, Grundmauer unten dran. Ja, so einen Stall haben wir etwa gehabt. Hier hat es einen Brunnen. Mit dem Brunnen war dazu mal ein Holzbrunnen. Mit einem Wasserrad. Das da drinnen hat dem Onkel Hermann gehört. Da war auch ein Stall und eine Hütte. Heute ist nichts mehr rum. Und dort oben war ein Mann, der hat John Pink geheissen. Und der hat Tiber gespielt. Irgendwo hier war ein Hütli. Er war in dem Wald drin. Das Wald hier hat ein Stück weit auch zu uns gehört. Hier auf dem Bödeli hat der Vater in den Kreis gemäht. Er hat das nachgemacht an der Mähmaschine. Ringsum. Ich fand das so lustig gefunden. Da hinten musste ich mit dem Onkel Toni am Morgen mein Kalkes holen. Und der hat den ganzen Tag geflucht. Und die mussten den Sack aufheben. Und dann hat er den zugebunden. Sack und meine Finger sind auch noch gerade rein. Hier auf dem Platz war unsere Hütte. Eine kleine Hütte. Und hier haben wir Katrina und ich einmal allein wollen übernachten. Dann ist der Onkel Toni gekommen und hat einen Haufen Mais gemacht. Und zuletzt haben wir in der Nacht müssen durchgehen bis Campiersches. Also wie wir gesehen, etwa 4-5-jährig. Meine Erinnerungen sind auch sehr schön. Fiesta der Gromme, die wir gemacht haben hier oben. Da hat der Partner ein paar eingeladen und das Mädchen vom Dorf, das war schon mein kleiner Schätzchen in die erste Klasse. So, dass eigentlich zu heute nichts geändert hat.
Wenn man da auf den Hügel gestanden ist, hat man das Haus gesehen in Campirscher Sonne. Aber heute ist das nicht mehr möglich, weil der Wald so hoch ist. Wenn es Probleme gegeben hat mit den Bienen im Sommer, dann hat Mama ein Tüchli rausgehängt. Dann hat der Vater gewusst, ich muss abends Bienen besorgen. Von dieser Mauer weg war unser kleines Ländchen. Aber sehr schön. Wobei ich heute nicht mehr tauschen möchte mit La Val di Cin. Schöner Berg, da muss ich schauen, wie er heisst. Doch sehen wir den Pitz näher im Nebel. Schlanz. Im Loch unten Tron. Obersachsen.